So, Freunde, willkommen zurück zur Lesefolge. Aber bevor wir dieses ganze Scheiß lesen, gucken wir mal, was es hier so gibt, denn hier gibt's einiges. Ja, Redaway, davon haben wir einen Haufen gefunden. Redex, ja, ist immer gut. Die Schachtel nehmen wir auch mit, wenn wir schon mal hier sind. Oh, Stahlbahn. Oh, noch mehr. Ich hoffe mal, wir kriegen irgendwas Ordentliches dafür, dass wir dem so viele bringen. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten mit Sachen drin, Werkzeugkasten, halt mit einem Sensormodul. Und hier ist noch ein Sensormodul. So, und jetzt, gucken wir mal hier. Persönlicher Eintrag 1. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ich teilte heute der Geschäftsführung mit, dass die neue Lieferung von Robotern bei den Männern im Werk Unmut erregt. Die Arbeiter haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Das kann ich ihnen auch nicht verdenken. Es ist meine Aufgabe, für eine gute Arbeitsmoral zu sorgen. Komme, was da wolle. Es ist schwer, jedem Mann die Augen zu schauen und ihm zu sagen, er habe nichts zu befürchten und gleichzeitig genau zu wissen, dass er in weniger als einem Monat arbeitslos sein wird. Ich weiß nicht, wie lange ich diese Männer noch anlügen kann. Tom McMillan, Leiter des Versorgungswerks. In Bezug auf, Eintrag 2. Heute ist es mir gelungen, eine recht große Lieferung von Prozektrons zu verzögern. Ich erzählte der Geschäftsführung, wir hätten mit der vorherigen Lieferung von Robotern Probleme und könnten in absehbarer Zeit keine weiteren Lieferungen verkraften. Das ist natürlich völliger Blödsinn, denn die Roboter arbeiten tadellos. Jeder dieser Roboter bringt fünfmal so viel Leistung wie unsere besten Arbeiter. Die Männer verlieren von Tag zu Tag mehr Mut. Manche geben mir die Schuld, aber sie verstehen einfach nicht, dass mir in dieser Sache vollkommen die Hände gebunden sind. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diesen Männern zu helfen, ihre Arbeitsplätze zu behalten. Tom McMillan. Aha. Also verlieren die Arbeitsplätze wegen den... Ne, so viel haben wir noch gar nicht gesehen. Die Geschäftsführung hat im Werk heute einen Überraschungsbesuch abgestattet. Ich glaube, sie nehmen mir meine Lüge nicht mehr ab, dass die Roboter nicht die Standardleistung bringen würden. Sie haben die Geschwindigkeit und die Effizienz der Roboter mit eigenen Augen gesehen. Und glücklicherweise haben sie auch zwei Arbeiter auf frischer Tat dabei erwischt, einen Protektron auseinanderzureißen und einen Vorschlaghammer zu zertrümmern. Natürlich bin ich selbst schuld daran, die Männer beginnen zu glauben, ich würde eng mit den Geschäftsführern zusammenarbeiten und ihnen auf jede erdenkliche Weise helfen, meine eigene Haut zu retten. Boah, hier gibt's ja... Oh, jetzt habe ich das dumme Ding ausgemacht, ich muss nochmal auf E drücken. Bäh. Hatten wir den? Ja, das war der. So, die 4. Heute wurde über die Lautsprecher durchgesagt, dass alle das Werk vor 13 Uhr verlassen müssen. Aufgrund von Budgetkürzungen wird dieses Werk stillgelegt. Die Männer wussten sofort, dass keine Budgetkürzung vorlag. Nach einer Weile kamen sie zu dem Schluss, dass ich daran schuld sein müsste, weil ich ihnen in diesem Teil des Werks die höchste Befugnis habe. Sobald ich die Durchsage gehört hatte, schnappte ich mir meine Pistole und machte mich auf den Weg zum Ausgang. Der Ausgang war schnell verbarrikadiert worden. Ich machte Kehrt und rannte in diese Gerätekammer und schloss die Tür hinter mir zu. Hier werde ich bleiben, bis die Männer nach Hause gehen. Sie sind wohl nicht nach Hause. So geht er noch weiter. Die Männer wollten einfach nicht gehen, sondern sind fest entschlossen zu warten, bis ich herauskomme. Wahrscheinlich werden sie mich zusammenschlagen, davon bin ich überzeugt. Ich wünschte, sie würden verstehen, wie sehr ich mich für sie ins Zeug gelegt habe. Dass ich jede erdenkliche Gelegenheit genutzt habe, es unvermeidlich hinauszuzögern. Sie sollten aber lieber bald gehen, denn es ist schon fast 13 Uhr. In einer halben Stunde werden die Roboter hier sein, vielleicht schon früher, falls die Geschäftsführung erfährt, was hier vor sich geht. Ich habe sie angefleht zu gehen, bevor die Roboter kommen. Also sie haben nur gelacht und gesagt, sie werden sich schon um die Roboter kümmern, wenn sie mich in die Finger kriegen wollen. Danach war das vertraute Rasseln eines Protektrons zu hören. Das hat sie abgelenkt und kurz danach hörte ich im Korridor Gelächter, Flüche und Schreie. Ich öffnete die Tür und ging hinaus. Ein paar Arbeiter rannten um die Ecke auf mich zu und schrien um Hilfe. Ein roter Laserstrahl schoss hinterher und trennte Tims rechten Arm ab. In panischer Angst rannte ich wieder in die Kammer zurück und schloss die Tür. Die Männer rannten gegen die Tür und flehten mich an, sie zu öffnen. Ich sagte kein einziges Wort, sondern saß nur wie versteinert da und lauschte ihren Schmerzensschreien, als der Roboter sie einen nach dem anderen fertig machte. Oh ja. Danach war alles still.
drückte mein Ohr an die Tür und lauschte. Ich konnte das Klirren der Füße des Protektrons hören, der sich im Korridor entfernte. Ich packte meine Pistole und ging von der Tür weg. Nie im Leben werde ich diese Tür öffnen. Wer das hier liest, soll allen sagen, dass ich alles getan habe, was in meiner Macht stand, um die Arbeitsplätze aller Werksarbeiter zu retten. Außerdem soll das, was hier geschehen ist, für alle ein Beispiel dafür sein, die Menschen nicht durch Maschinen ersetzt werden dürfen. Oh Gott, ey. Jupp, das tragische Schicksal eines Werks vor Gesetzen. Whatever. Der bewegt sich noch. Oh, hier Wasserbrunnen. Können wir trinken. Nom nom nom. Also noch ein Stück Trock. So. Ho, 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 ho. So, mal gucken, ob wir auch noch Protektrons finden hier. Böse, böse, feindliche Protektrons. Die böse sind und allen ihre Arbeitsplätze wegnehmen. Jet. Mehr Jet. Bier. Hinten sind Trocks. Benutzen wir mal die Granaten, wenn wir sie schon haben. Einen haben wir einkassiert. Und den zweiten haben wir auch einkassiert. Sehr schön. Das hat doch geklappt, wie ich es wollte. So, H-Klammer. Oh Gott, hier geht's dann noch weiter. Oh, hier ist Gas in dem Gang. Hier ist ein bisschen verstrahlt. Das ist gar nichts, das ist Dekoration. Sieht aber verdächtig aus. Trocknachwuchs, H-Klammer. Und Fleisch. Nom nom. Oh, noch ein Terminal, ernsthaft. Wir gucken aber erstmal. So ein bisschen. Ha, ha, ha. Mehr Jet. Wir brauchen nicht mal Jet, aber pff. Wir nehmen es einfach mal mit. Denn die Boy. Noch mehr Jet. So brauchen wir. Wieso haben die hier so viel Jet? Ein Menschenöffner. Klingt auf jeden Fall geil. Menschenöffner. Wenn wir gleich mal gucken, was das ist. Ein elektrischer Schalter. Oh, hier ist eine Baseballmaschine. Hier ist ein Barren. Ach, hier ist noch mehr Brennstoff. Hier ist irgendwo was Freundliches, was rumläuft. Okay. Wenn man aufs Radar guckt. Doppelbett, kann man schlafen drin, hier kann man auch schlafen. Nein! Jetzt habe ich geschlafen, ey. Ich wollte doch nur den Jet aufheben. Baseballkeule. Hier ist sonst nichts, ne? Sieht nicht so aus. Ah, hier sind jetzt ein Haufen Baseballbälle. Gelandet. Yep. So, wir haben den Menschenöffner bekommen. Was ist denn das? Scheinbar eine automatische Axt. Wahrscheinlich unique, ne? Wenn der Menschenöffner heißt. Ich glaube, das gefällt mir, das Teil. Menschenöffner. Nom, 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 Menschenöffner. Ich glaube, damit werden wir noch unseren Spaß haben hier in Pit mit dem Menschenöffner. Das ist natürlich dumm. Ja, ich habe mal wieder die falsche Taste gedrückt, deswegen war ich dann im Auto-Gehen-Modus. Muss ich mal schnell beheben. So, Terminal. Was hat uns das zu sagen? Achso, nur das alte Zeug. Ah. Bloß gut, ich dachte, ich müsste schon wieder lesen, wie kack. Na komm, Menschenöffner! Geöffnet. So, wer weiß, was hier explodiert, wenn wir hier durchgehen. Könnte ja ein Protektron um die Ecke kommen und hier einfach mal ein... Hier ist überall Gas. Hier ist auch noch Gas. Ungeil.
Hier ist kein Gas mehr. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Der Werkshof. Kommen wir jetzt zu einer anderen Tür wieder zurück, oder was? Ach so, wir sind wieder am Anfang. Wir haben einen Rundgang gefunden. Ah! Das ist ja praktisch, aber hier ist immer noch ein Gegner irgendwo. Ah. Na egal. Schließen wir mal die Tür wegen dem Gas. Tür. Geht nicht. Okay. So, ich denke mal, wir sind jetzt endlich fertig mit diesem ganzen Stahlbahngesammel. Gehen wir also wieder zurück. Und der Typ ist hier immer noch. Soll ich ihn von seinem Leiden erlösen? Schließlich bin ich Jesus. Eigentlich hätte ich meinen Charakter Jesus nennen sollen oder so. Das wäre irgendwie geiler gekommen. Ich bin der Ödland, Jesus, der Messias. Ich rette das ganze Ödland. So stimmt, dem hatten wir sein Zeug abgenommen, ne? Er könnte aber mir ruhig sagen, dass er noch so eine Waffe hat. Verlassener Bereich. Auf den Spind. So, ich frag mich, was der Typ jetzt sagt. Der müsste ja noch irgendwo sein. Ah, hier kommen jetzt Trocks hoch. Hallo. Kleines Trock. Menschenöffner. Und geöffnet. Wir haben, sag mal, das dumme Buttermesser, was er dabei hat, mitgenommen. Hier noch was, sieht auf jeden Fall interessant aus hier. Sind wir vorhin noch nicht hin? Scheinbar ist hier nichts. Denke ich mal. Würde ich mal annehmen. Egal. Das Stahlwerk. So, da ist er, da kommt er. Na, sieh mal einer an, wer hier wieder angeschlichen kommt. Ich werde diese Barren in Verwahrung nehmen, Hiwi. Schaff deinen Hintern einfach wieder da rein und mach deine Arbeit. Du bist ja ein Naturtalent. Hier, damit kannst du noch härter arbeiten. Der Besitzer hat wegen seiner Enthauptung keine Verwendung mehr dafür. Für was? Du bringst mir die Barren. Was habe ich jetzt bekommen? Irgendwas, was mich überlastet. Hä? Hab ich den jetzt gekriegt? Flinte ja scheinbar nicht mehr, ne? Geld oder? Hä? Das Arbeiter-Outfit. Was soll ich denn damit? Ich hab doch die Gamma-Abschirmrüstung. Hier komm, nimm auch. Aber das Ding hat uns jetzt überladen. Scheinbar. Komm du alter Sack, Das gib uns noch mehr. Stahlwerk kann immer Hier sind ein paar Barren. Material für 10 Rohstahlbarren. Hast du irgendwas für mich? Ich denke, das hier kann ich entbehren. Ein Filtrierhelm. Mehr Barren. Sieht gut ab. Hast du was für mich? Denke mal, du hast ja was verdient. Wenn du wieder rausgehst, sollten dir die hier gegen die Trox helfen. Stahlschlagring. Material fürs Stahlwerk. Wie wär's, wenn ich dir diesmal Stahl gebe? Diese Rüstung war eine Sonderbestellung für einen der Kämpfer aus dem Loch. Kugelsicher, aber geholfen hat sie ihm nicht, als er von der Brücke fiel. Metallmeisterrüstung, okay. Die kannst du mir geben. Klar doch. Etwas kurios, aber hier, hab's einem Trottel in der Stadt abgenommen. Irgendein Genie hat an seinem Laser rumgebastelt. Polierter Metalllauf, ein paar Prismen und schon hat er eine tödliche Lichtershow erschaffen. Metallsprenger. Das klingt auf jeden Fall gut. Material fürs Stahlwerk. Hast du irgendwas für mich? Und ob ich was hab? Wie wär's mit topaktueller Mode? Wenn du diese Rüstung trägst, wird jeder darauf brennen, dich kennenzulernen. Was so viel bedeutet wie, sie sind in Feuerreichweite. Bombenrüstung.
Material fürs Stahlwerk. Wie viele von den Teilen haben wir eigentlich mitgebracht? Denke mal, die hast du dir verdient. Gehörte mal einem Wüstenpriester. Er meinte, sie wäre kugelsicher. Das Teil hat schon nach wenigen Tests den Geist aufgegeben, aber ein Heidenspaß war es allemal. Lederrebell. Die kannst... Nein, das reicht nicht. Geh und besorg ein paar mehr und ich werde mal sehen, was ich für meinen Meister suche. Okay, scheinbar wird es noch mehr geben, aber wir haben nur einen Haufen Kram bekommen jetzt hier. Haufenweise Rüstung und Kram, Bombenrüstung. Filtrierhelm. Das Arbeiteroutfit haben wir eigentlich nicht nötig. Lederrebell gibt Charisma. Oh, das hat sogar einen besseren Schutzwert noch als die Gamma-Rüstung. Und das mit Teilmeister-Ding hat noch mehr. Okay, jetzt sind wir nicht mehr überlastet aus irgendeinem Grund, ne? Versteht das mal einer. Wir haben einen Haufen Kram jetzt bekommen hier, sind aber nicht mehr überlastet. Ne. So, das hätten... Ach so, wir haben die ganzen Bahnen abgegeben, ne? Ach, die haben auch was gewogen oder gewiegt oder wie auch immer. Geh und schmelz, blöde oder was? Los, verdammt nochmal zurück an die Arbeit, bevor ich dir die Arme ausreiße. Komm, die will ich eigentlich mal killen. Das wäre bestimmt lustig. So, wir haben jetzt eine interessante Rüstung an. Und noch einen Haufen andere Rüstungen, die scheinbar auch unique sind im Inventar. Also gehen wir zurück zu Medea. Genau das ist das, was wir jetzt machen. Ich hoffe mal... Ne, hier geht's nicht dahin. Na, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den Weg hoffentlich finde.